That ain't fair. But T, baby, I'm just trying to tell you I care about you. You care about yourself. I need someone real in my life. We wasted years on this bullshit and you still the same. I want a family. I need some security in my life. Goodbye, Franklin. Oh, man, oh, man, oh, man. Shit. Und schon wieder ein Verlassener in der heutigen Folge. Der arme Franklin wurde soeben von Trisha, Tanisha, Apisha, Schmoisha. Lester, ich habe eine Gelegenheit für dich. Triff mich am Del Piero Pier oder Del Perro, ich kann das von hier hinten nicht lesen. Del Perro heißt der doch, ne? So, die Frage ist natürlich, was ich erstmal ganz kurz checken will, ist natürlich, Lester hat eine Gelegenheit. Ach, das neue Handy, Alter, das, kommt das niemand mal an? Hey, it's Lester. I don't listen to my messages. Ja, komm. Lester ist nicht da, was ich gerne mal gucken würde, ganz kurz in the Internet. Unsere Finanzen würde ich gerne mal ganz kurz überprüfen, weil er muss doch jetzt auch eine Auszahlung erhalten haben, oder? Benutzername unbekannt, wir scheinen unter diesem Namen kein Konto bei dieser Bank zu führen. Hat der überhaupt eine Bank? Bank of Liberty? Fließer? Ah, der ist bei der Fließer Bank. Und hat jetzt 211.000. Sehr geil. Aber bei der Fließer Bank fließt halt auch das Geld schneller. In Strömen quasi. Ja. Alter, wieso lassen wir überhaupt diese Witze ein? Okay, jetzt, Du machst die selber, so schlechte Tiere. Was? Ja, sehe ja, ich nicht. Will ich dir mal direkt ins Gesicht sagen. So, Bravado Buffalo ist ja so auch der gängigste Sportwagen, habe ich das Gefühl. Und die Frage ist, ey, Baby. Ist genau dein Kaliber, ja, genau. She got rack, Baby. Okay. Hat sich, letzte Woche hast du eine kennengelernt, die war der... Sie ist Valentina. So, warte mal ganz kurz. Wir können, was haben wir denn hier oben zum Beispiel? Beverly haben wir da. Beverly Crusher oder was? Und dann hier mal Lester. Mhm. Hier können wir eine Garage kaufen. Das könnten wir eigentlich machen, oder? Ja, könnten wir echt mal machen. Finde ich auch. Wenn ich die nicht so teuer ist. Die sind schon schweineteuer. Ja, aber wir haben ja jetzt Kohle ein bisschen. Wir müssen ja ein bisschen in Immobilien investieren. Wir sind keine ganz armen Heckenpenner mehr, das stimmt. Genau. Also. Und auch Franklin muss natürlich sein Paper unter die Leute bringen. Sein Bares. Hot Bares. Ja, das ist ja eh, wenn du irgendwie ein kriminelles Geschäft hast, das Wichtigste ist, Geld vernünftig waschen zu können. Genau, das geht natürlich super mit einer Garage, aber nur wenn es eine Schleusergarage ist natürlich. Oder eine Waschanlage. So, ich sehe, oh Gott, du kennst dich aus, wollte ich sagen, aber das war einfach nur wieder ein schlechter Witz. Nee, das war kein Witz. Ach so. Das ist ein Hint zu einer bestimmten Serie namens Breaking Bad, aber da will ich jetzt nicht mehr verraten. So, können wir diese käuflich erwerben? Schauen wir mal ganz kurz, wir begeben uns in die Garage und dann können wir sie hoffentlich kaufen. Dann hätten wir immerhin schon mal ein bisschen Fahrzeuge, die du auf Webseiten kaufst und in die Garage fährst, werden hier eingelagert. Ist das jetzt unsere Garage? Spezielle Fahrzeuge können ja ebenfalls eingesammelt werden. Gekauft haben wir die jetzt noch nicht, ne? Nö, die haben wir noch nicht erstanden. Um die Garage zu verlassen, gehe zum Ausgang. Wir haben ja noch gar kein Fahrzeug. Wieso konnte ich unser Fahrzeug nicht reinfahren? Weil er mir diese wichtigen Meldungen noch geben musste, oder was? Drück mal um ein spezielles Fahrzeug. Aha. Ach. Ja, möchte ich benutzen. Mal gucken, was wir da haben. Das ist der Dodge-Verschnitt, glaube ich. Diese ja. Nuckelpinne. Ah, nee, Alter. Oh. Ja, guter Mann, Alter. Guter Mann. Und seine Karre parkt er einfach ganz normal. Boah, jetzt hätten wir natürlich auch die andere, den Lambo, hätten wir jetzt super einparken können. Aber der Wagen ist auch nicht schlecht. Scheiße, wir hätten bei Michael vielleicht mal die Garage checken sollen. Ist mir auch nicht eingefallen. Ja, aber ist nicht so schlimm. Ganz ehrlich, den Lambo kriegen wir noch ein paar Mal wieder. Kennst du das hier noch, die Gegend hier übrigens? Ja, super San Andreas, klar. Grove Street, ja. Alter. Die haben wir schon mal gesehen, echt? Aus Versehen und übernommen von den Ballers. Oh. Übernommen von den Ballers. Direkt da mal reinfahren, wir wohnen ja nur nebenan. So, auf jeden Fall. Oh, jetzt verfolgen die dich, jetzt wird's eng. Na, das ist Gangkrieg, Alter. Gang? Du bist aber gar kein Gang. Dein Game! So. Oh, jetzt sind die überall. Natürlich, aber ist scheißegal. Du bist ja wohl Baller, Baller. Ich hab Balls of Steel, Alter. Ich leg mich mit allen an. So, die Frage ist... Ach, kommen die mir jetzt hinterher, die Schnüffler oder was? Nö, kannst weiterfahren. Fahr mal zu dem darüber. So, die Frage ist... Lester oder... Ich wollte ihm jetzt eigentlich auch noch neue Klamotten spendieren, das machen wir aber später, ne? Ich würde sagen... Ja. Hä, das P ist weg, scheiße. Gesundheit.
Hast du genießt einfach mal heimlich? Musste ich mal. Ich wollte zu dem P. Nee, fahr mal zum Lester. Ich wollte zum P, schade. Mach mal mit der Story weiter ein bisschen. Ich wollte zur Beverly hin eigentlich. Lester. Ja, weil die Mini-Quests, ich habe das Gefühl, wenn du die auslässt, diese Mini-Aufgaben, dann stehen die nicht mehr zur Verfügung und wir können die nicht mehr zeigen. Ja, das stimmt, das wäre doof. Da ist das P wieder, ja. warte. Okay. Komm, dann machen wir das erstmal. Karte, das machen wir lieber mal, bevor die verschwinden, weißt du, dann können wir gar nichts zeigen. Man will ja doch ein bisschen mehr vom Spiel zeigen, als einfach nur durchzulaufen, weißt du? Und ja, weil das Nötigste halt zu machen. Echt ein geiles Game ist, muss man einfach sagen. Und macht echt Laune. Selbst nur das Zuschauer macht Laune bei dem Spiel. Ich sehe es ja am eigenen Leib, bekomme ich es ja zu spüren. Manchmal darfst du ja auch ans Gamepad. Ja, manchmal darf Beim Tennis spielen, beim Landen drücke ich das ab sofort immer. Immer wenn du es nicht hinkriegst, dann muss ich spielen. Genau. Dafür kann ich ja die anderen Sachen ganz gut. Zum Beispiel reden. Existieren, atmen. Habe ich auch. Atmen habe ich drauf, da bin ich Pro. Echt? Ich habe manchmal Probleme. Und sag das lieber nicht. Nee, echt nicht. Muss man ja dankbar sein, dass es noch geht. Also atmen habe ich noch drauf, ja. Nee, komm, zum Friseur machen wir später. Man weiß es ja nicht. Zack, Diagnose Lungenkrebs, der Sarazar. Super. Finde ich auch ein schönes Thema für so ein lustiges Let's Play. Ja. Hey, lass uns mal über Lungenkrebs reden. Kennst du das nicht, wenn du immer sagst, sowas kann ich ganz gut und dann passiert genau das Gegenteil? Ja, zum Beispiel fahren kann ich ganz gut und dann fährst du irgendwo gegen, natürlich. Mit Sicherheit. So, hier haben wir doch neulich geparkt. Erinnerst du dich noch? Siehst du, jetzt meine Menschen überfahren. Wäre der nicht ausgewichen? Ach nein. Oh. Oh, hey, homie, come here. You know what? If you thought it was incredible getting a shot of that aging trout the other day, you just wait till we get a picture of Poppy Mitchell getting in a dirt box, man. Beverly, good to see you. No, seriously, dude, it is a backdoor bonanza where that bitch is concerned. America's newest sweetheart. Man, she likes cotton candy and puppy. Yeah, and getting in the bunghole. Wow. No, seriously, dude. One shot of that dirty little slut monkey, and we're in the money, homie. We're in the money. And who says America is going to hell? Well, not me. I... Come on, let's move. Now, remember, dude, this is a covert op. We need to blend in ninja style. Follow my lead. Confident but forgettable. From here on out, we're ghosts. Yeah. Me and you, we ain't gonna stand out. At all. Shh, you blow our cover. This should be fucking interesting. Wieso hängen wir mit dem Typen überhaupt ab? Du wolltest zu Beverly. Ich habe aber auch vergessen, dass es der ist. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie, ne, und so. Love-Interest und sowas, nicht. Aber... Ja. Stattdessen ist der Spacko hier, wo ich gar keine Ahnung habe, warum Franklin mit dem überhaupt irgendwas zu tun haben wollen würde. Love-Interest. Stay close and play it cool. Ist das Gegenteil bei rausgekommen? I'm at work. Just change his diaper. It's not that hard. I don't care if it smells like number two. He's your grandpa. That's what family do. Listen, I gotta go. Love you. Do your homework, okay? Hey, Maria. How are you going? You know, another day, another minimum wage. You see the state of Bungalow 3? No, was it bad? Come on. They should be just past this pool. Jetzt läuft er auch noch. Mann. I gotta go take a shower, because I'm looking at right a dirty around this piece corner. Of Are you ready to see America's sweetheart getting in the sweet meat rare? Komm mal lieber in Schleichmodus. Here, you take the camera. She knows me, dude. I'll keep lookout. Yoga. Namaste. Is that good, babe? Oh, it's fantastic. Really? Yes. Oh, you're so big. I must say, for a virgin, you're really not that into this. I'm only a virgin for TV. Really? I mean, I always wash afterwards and jump up and down, so it doesn't count. What? I'm not releasing a sex tape for at least 3 years. Unless my agent tells me to. What? I thought this... I love you, Poppy. I really want us to go places. I thought we could be the cutest teen couple. But, Justin, you're 21 and I'm 24. We only say we're teens for marketing purposes. That's not true. Okay. Just get on with it, will you? I'm hungry. There's someone watching! Oh shit! Security! Repeat, abort! Repeat, abort! Repeat. This way! What? Come on! Go! Ja, es kann sein, dass diese Szene jetzt kurz ein bisschen verpixelt wurde. The show coming after us! Well, don't just sit there! Film that psycho slut! Damn! America's sweetheart is one angry ass bitch!
Yeah, I know. She's terrifying. It's perfect. I'll try to lose them. I was working on my quads, you idiot. Straight road coming up. This is your chance to get a good shot of her. Yeah. Man, you're not the one hanging out this fucking trunk. You people are dumb. Man, it's gonna get worse before it get better. Oh man, das ist hart. Whoa, whoa. What the hell, man? Kannst du ranzoomen? Hab ich schon. Right on top of us, dog. Nicht mehr? I'm nee. Taking a sharp right. Keep that camera on her. Ich bemühe mich ja, Alter. Wow. We were rehearsing a scene. I'm gonna go left and cut across the intersection. Hold on. Ja, hold on. If we don't see her, I don't get paid. I will fucking destroy you. Alter, ich kann gar nicht so weit rechts rüber. Soll das ein Witz sein? You better not be missing the action. Ja, was? Halt die Schnauze, Beverly, Alter. Das ist fucking hart. This crazy ass bitch. Have you got her in shot? Ah, shit. We got traffic ahead. Going left. Keep it steady. Those two men are child molesters. Damn. That was close. We need her face, man. Don't let me down. Jesus, she's still on us. Screw this. I'm going through the construction site. You have no idea what I'm capable of. Boah, Alter. Machst du gut gerade? No! Naja, geht so. Oh. Man, shit. I hope this didn't just turn into a snuff movie. Eh, whatever. She's fine. We'll wipe the audio. Oh, I can just see the headlines now. Poppy Mitchell crashes car on drug-fueled sex rampage. Das davor war interessanter als die Fahrt gerade, oder? Aber ich muss sagen, lustige Mission. Another illuminating experience, homie. Hey, someone's got to do it. I really don't think so. Hey, look. If you don't want to become rich beyond your wildest dreams while performing a vital public service, you won't meet me again. But then again, you're not an idiot. No, I am a fucking idiot. Immer wieder schön, die Beverly-Aufträge. Bestanden, das Sexvideo, Starfoto, 100%, geil, kurz abgetaucht, keine Ahnung. Abgeschlossen, Silber, wie immer, wir sind einfach so eine Silberfüchse. Was soll denn kurz abgetaucht sein? Ich habe keine Ahnung, vielleicht, Du musst ja irgendwie nicht entdeckt worden sein, oder kurze Zeit zumindest. Wusste keiner, wo du bist, vielleicht mit dem Auto? Vielleicht wegschleichen oder sonst irgendwas. Hm. Ich weiß es nicht genau. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zu Lester, oder? Ja. Und auf dem Weg dahin könnten wir nochmal ganz kurz hier. Nee, nichts Falsches sagen. Suburban? Jetzt. Nee, Suburban. Okay, ja, machen wir kurz ein bisschen Shopping. Genau, das haben wir uns verdient einfach, auch wenn der Michael sich gerade erst neu eingekleidet hat. Aber zwischendurch. Also dieses Navi will mich immer verarschen. Immer wenn ich umdrehe, dann wechselt es die Perspektive. Ja, manchmal gibt dir das direkt einen anderen Weg, wenn du eben nur mal zwei Straßen weitergefahren bist. Vor allem, wenn ich mich dann eindrehen will zum Navi und dann zeigt es plötzlich eine Route, die wiederum hinter mir liegt, das ist bedenklich. So. So Genesis, was gerade läuft. Ja, ich glaube auch. Fahren 80 von 100, geil. Super. Aber bist du richtig gut im Fahren. Skid up. 80 von 100 ist schon nicht schlecht. Ich meine, der Michael ist auf Anhieb. Ah, ne, der Franklin ist der beste Fahrer. Genau, ne? Genau. Der Franklin ist der Fahrer. Ah, ja, der Michael ist glaube ich, ein guter Schwimmer oder sowas. Schütze auch. Und Trevor, der Trevor ist der Flieger. Das ist so ein bisschen zu Wand. Guter zu Lande, Schwimmer wäre ein bisschen lame. Nee, das ist ja einer. Einer ist ja für ne, verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Gut, der eine ist der fliegt gut, ja. Der nächste schwimmt, also, ne, und so. Kennt sich da aber aus. Aber der Michael hat doch eher diese Schussspezialität. Ja, auch. Ich meine, das ist nur von der Fortbewegung her. So, zeig mal her, was haben wir denn hier für Jacken? Hier hätten wir was für Michael finden können auch. Mm-mm. Nee, ne? Mm-mm. Ist nicht zu street genug. Ist ganz cool, die Jacke gewesen. Schwarze. Du magst schwarz, ne? Mm. Oder so zweifarbig, das ist auch geil, ne? So, die hier. Mm. Die finde ich auch ganz cool eigentlich. Ja, die finde ich auch ganz cool. Passt, steht hier auch. Sieht aus wie Puff Daddy dann direkt. Wollen wir mal Puff Daddy draus machen, Alter? Machen wir mal. Komm. Ja, guck mal, ist okay. Ja, Kohle haben wir ja, wir haben ja abgeräumt. Ich guck nochmal ganz kurz. Hüte. Ja, ist eigentlich auch cool. Eine Cap für den. Alter, das ist doch 20 Cent. Das erkenne ich ja sofort. 50 Cent machen wir hier, genau. Der 50 fertig. Brauch ich mal so eine, ne? Der 50. Zeig nochmal die anderen alle.
Ja, natürlich. Ja, ja. Also, okay. War ja reichhaltig. Gibt's da keine, die ja falsch rum aufsetzt eigentlich? Doch, so die gibt's auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob die es jetzt hier gibt. Die gibt's in Venice Beach, definitiv. So, hier gibt's noch Jacken. Das ist so College-Jacken. Nee, ne? Ist nicht so. Nee, die ist die andere cooler. Die sieht auch eher aus wie so ein Popstar. Schuhe, da freust du dich doch bestimmt. Ah, es kommt drauf an. Finde ich fast die sowas hier im Pool. Ja, die sind eigentlich ganz cool. Ich bin ja dann für sowas immer, damit es zur Jacke passt oder so, aber... Ja, geht aber auch, ja. Die sind cool, ne? Ja, können wir auch nehmen. Guck mal nochmal ganz kurz durch, la. Wir beeilen uns mal einmal, um die Schuhe zu zeigen, was es da so alles gibt. Gibt schon mega Auswahl. Ja, ich meine, da wurde einer 5 Jahre lang damit beschäftigt, irgendwie Schuhe, Klamotten und sowas zu designen wahrscheinlich. Natürlich. Ist eigentlich cool, ja, wenn du Klamotten designen musst für GTA. Also gibt schlimmere Jobs, glaube ich. Finde ich aber auch. So, Hemden können wir auch mal gucken. Einfach nur mal just for fun, aber das sind ja, die kennen wir ja schon. So. Kapuzenpulli ist auch immer sehr gern gesehen. Ja, dann müsst ihr die Jacke nicht kaufen müssen, aber wir haben ja genug. Kapuzenpullis passen natürlich immer. Ja, aber... Ich würde mir eine Cap holen noch, oder? Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, warum nicht? Also Oberteile und Shorts. Ach, guck mal hier, auch cool. Das sieht echt cool aus. Ne? Aber da passt die Cap vielleicht nicht mehr. Ich finde das schwarze T-Shirt mit Liberty City auch Hammer. Ich skippe hier mal gerade einfach durch. Was ist das? Was steht da? Magnetics, okay. Fug. Ach, hier sind jetzt die Shorts dazu. Ja gut, aber Basketball-Shorts kaufen wir jetzt nicht, ne? Nee. Aber obwohl ich das Hemd hier echt... Cool. Ja, das finde ich auch cool. Wollen wir das nehmen? Darunter finde ich auch cool. Wollen wir das nehmen statt der Jacke? Ja. So. Und ansonsten, ja, Cap wird wahrscheinlich echt nicht mehr passen. Ja, das passt aber auch nicht echt zu dem Klamottenstil jetzt. Nee. Hosen hätte ich gerne nochmal gesehen, aber ich habe ein Problem, hier Hosen zu finden. Da sind sie ja. Jogginghosen. Na, Glückwunsch. Nee, Alter, geht ja gar nicht. Nicht auf das Shirt. Hier muss auch Jeans geben. Ja, Jeans? Nee. Röhrenjeans, Alter, das ist ein No-Go. Nee, gar nicht. Kannst du nicht machen. Jacken, das sind die, ne, wieder. Genau. Ah, lassen doch so. Super. Halt! Eine Sache noch. Ach, cool, ja. Alter! Stylisch, machen wir weiter. Hier, die habe ich übrigens bei GTA Online. Die geht natürlich auch sehr, ne? Weißt du, welche ich geil finde, die da drüber? Die hier? Ist ja fast meine Brille. Nee, das tragen nur Assis. Oder so? Sieht jetzt ein bisschen, ja. Sieht ein bisschen immer nach Business aus, ne? So ja, ist cool. Steht ihm die Pilotenbrille. Nehmen wir einfach mal. Ja. So, cool. Auch wenn wir keine richtige Hose Franklin gefunden ist, haben. Ist eigentlich vom Coolness-Touch der coolste. Ja, ist ein Styler auf jeden Fall. Weiler Styler, eine Frise können wir auch mal machen, ganz kurz, weil der Friseur ist ja gleich um die Ecke. Und dann besuchen wir mal Lester. So, pass auf, die Frise war hier. Das machen wir nochmal ganz schnell. Und den Lester nehmen wir noch mit. Und dann machen wir ein kleines Folgenpäuschen, aber erstmal... Oder? Was sagst okay, du? Okay, ja, alles klar. Bist du Bueno? Findest du Bueno? Ich finde die Frise aber eigentlich ganz cool. Ich fahr doch direkt zum Lester. Ja, ich meine, da konnten wir ja echt nicht so viel Auswahl beim letzten aber Mal. Aber Michael hat jetzt auch andere Frisuren zur Auswahl, ne? Echt? Ja, sicher, da war, ja, seine Verlotterte war nicht mehr dabei. Vielleicht hat er einen Afro, der Franklin. Ja gut, der ist eben die Ecke, da können wir mal gucken. Eben, dachte ich mir auch so. Oh, weißt du, mega Strecken, fährt da ohne Probleme, aber... Wo ist denn der Friseur? Ach, auf der anderen Straßenseite. Ich wollte gerade in die Gasse reinfahren. Jetzt fahr doch... Du fährst wie in Frankreich, wie in Paris. Nee, die Räder sind gerade am Bordstein entlang geschrubbert. Krass, dass sowas auch funktioniert. Die stupsen sich ja an Parklücken auch immer an. Haben wir gar kein Problem mit. Nee, den Franzosen ist ihre Karre auch egal. Da bin ich aber gespannt. So, mal gucken, was hat Mama denn für uns im Angebot? Frisuren? Boah, ja, da gibt's auf jeden Fall richtig viel mehr. Geil! Auch? Erinnert dich das an irgendwas? Der Lenny Kravitz. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Blowout. Von 50 Cent zu Lenny Kravitz zu allem Möglichen mittlerweile. Rasiert ist auch ganz cool der eigentlich. Arme Franklin, Alter. Ausrasiert, Dreifachschienen. So was hätte ich gern für Michael. So, naja gut, viel Auswahl haben wir da jetzt nicht. Machen wir den hier. Ich finde es eigentlich cool, hat so einen 70s-Touch. Ist jetzt nicht besonders gangstermäßig, aber wirkt sympathisch. Ne, aber passt zur Brille auf jeden Fall. Und dann gucken wir nochmal nach einem Bärtchen gerade. Nach so einem, vielleicht gibt es so ein Franzosen-Bärtchen, aber ich glaube nicht. Nur just for fun. So, Bärte. Nee, jetzt nicht nur den. Alter, sein bester Freund ist Doug Heffernan. Ich sag's immer wieder. Mach mal glatt rasiert, wie sieht das aus? Nee, das ist auch nicht so...
So ist eigentlich am Stoppeln coolsten. Oder? Die hat er ja nicht stoppeln. Find ja gut, lass mal die stoppeln. Das sieht aus wie ein Rockstar. So mit vor allem mit der Brille jetzt ja, auch. Ja, deswegen. Das geht cool schon, aus. Das geht schon sehr. Na, Ladies, wie wär's? Ich meine, die andere Frise war auch cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Frise ihr ihm gegeben hättet oder so. Welche ihr am coolsten findet oder welche ihr vielleicht mal sehen wollt. Na, super. Fängt ja gut an. So, mach den Lester auf die Karte. Aber brauchst ja, du nicht. Ja, der ist ja gleich ums Eck hier. Ja, das kriegst du noch hin, ne? So, und ich würde sagen, den Lester-Besuch war dann in der nächsten Folge. In der nächsten Episode. Genau. Ja, es ist leider etwas kürzer jetzt, weil ich muss leider auch los. Aber wir machen dann in der nächsten Folge direkt eine neue Session und dann nicht wundern, wenn wir wieder woanders auftauchen und plötzlich was ganz anderes machen, als wir uns gedacht haben. Das geile Symbol da oben mit dem Hund im Brötchen. Der Hotdog, den will ich nicht essen. Ach, guck mal hier. Oh Mann. Ja, in der nächsten Folge lästern wir dann ein bisschen mit Lester. Bis dahin. Ciao. Yeah, coole Frise, coole Brille, war echt 1A auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir Michael und Franklin ein bisschen eingestylt. Bei Trevor werden wir noch ein paar Probleme haben, aber den würde ich super gerne zum Friseur schicken und mal gucken, was der so alles machen kann. Und in der nächsten Folge besuchen wir aber erstmal Lester und dann geht's auf jeden Fall weiter mit GTA 5. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao mit V.